Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich wollte ja mal ein bisschen was aus meiner Sicht für die User von Linux, Proxmox Virtualisierung mal so ein bisschen zeigen. Ich bin jetzt nicht der eingefleischte Proxmox-User oder Administrator, aber ich musste mich vor kurzem damit ein bisschen beschäftigen, weil Kundschaft, Industriekundschaft, die ich draußen unterrichten darf, dieses eingesetzt. Und da mein kleiner Intel Nook in der Gegend so komisch rumstand und darauf meine favorisierte Virtualisierungssoftware leider nicht läuft, ich nutze in der Regel ansonsten Hyper-V von dieser Firma Microsoft. Und Windows 10 oder Windows 11 wollte ich nicht auf diesen Intel Nook bringen. Ich habe gar nicht probiert, ob Windows 11 überhaupt funktioniert. Aber Windows 10 und Hyper-V wäre gegangen. Aber dann verschenke ich eigentlich wieder viel zu viel Speicher. Und ich habe mir mal überlegt, keine Angst, es sind keine vielen Folien. Ach, muss ich das mal teilen hier, sonst wird das nicht. Ach, dann teilen vergessen hier. Teilen. Set. So, jetzt ich mal den Schirm. Teilen, jetzt sehen wir uns selber. Gucken wir das mal. Hoffentlich klappt das. So. Proxmox. Also, Proxmox selber ist ja nun ein reines oder abstammend vom Kern her ein Debian. Und ich bin nicht so der Freund dieser Ubuntu-Debian-Umgebung. Und wer meine letzten 2 Jahre ein bisschen mit betrachtet hat oder mal über meinen kleinen YouTube-Kanal gestolpert ist, ich mache dann eigentlich doch lieber ein OpenSUSE-System. Aber ich musste mich doch in den letzten 3 Wochen eines Besseren belehren lassen. Es gibt auch gute Debian-Produkte. Ubuntu ist sicherlich eins davon oder Debian Clear. Ich bin aber hier über den Proxmox gestolpert, weil halt ein Kunde das einsetzt, ein großer Kunde, der mit fast 30 Nodes damit arbeitet. Das hat mich dann schon ein bisschen, also das fand ich dann schon mal so ein bisschen also nachdenkenswert. Wie gesagt, perfekt. Keine Chance, bin ich nicht. Da fragt mich wieder was anderes, denn mein eigentlicher Beruf, der steht dort. Ich bin freiberuflicher Trainer für Microsoft-Produkte im Serverbereich. Aber man muss ja mal auch über die Tassen und Grenzen seiner eigenen Windows-Welt drüber schauen. Und das habe ich mir natürlich auch mal entsprechend angeschaut. Was ist denn eigentlich Proxmox? Proxmox ist... Und warum kann ich jetzt das nicht weiterschalten? Oh, komm, mach das mal. Ah, geht. Eigentlich ist Proxmox auch in einem OpenSUSE drin vorhanden. Ne? Ich könnte also unter OpenSUSE so ein KVM installieren, eine Kernel-Based Virtual Machine. Dann fehlt mir aber das ganze Umfeld, was ich in Proxmox quasi, wenn ich es nicht so einsetze, wie community-seitig einsetze, fehlt mir dann ansonsten die ganze Oberfläche, die wir uns gleich in Ruhe auch mal widmen dürfen. Proxmox selber kommt aus Wien, aus der schönen Stadt Wien. Ich war das letzte Mal in Wien, ich weiß nicht, vor 30 Jahren oder so. Und tatsächlich ist es so, dass diese Virtualisierung von KVM mit dem entsprechenden Quick Emulator der entsprechenden Hardware, Grafikhardware, die man auch weiter verwenden kann, dann im QEMU tatsächlich eine sehr sichere Umgebung. Sicherer sicherlich als jetzt gezielt eine Umgebung einzusetzen, die es ja auch gibt, VMware, Hyper-V, VirtualBox oder in Azure oder in AWS oder in Google Cloud. Viele sind halt noch lokal on-prem installiert
und müssen auch dort bleiben und können halt nicht in die große, große, weite Welt springen. Aus vielerlei Gründen. Das wird hinter mir gesägt. Ich mache mal das Fenster zu. Moment. Und da bin ich wieder. Und es ist tatsächlich so, dass man, kann man nachlesen bei BSI, dass es sehr wohl eine technisch ausgereifte und sichere Virtualisierungsumgebung darstellen kann, wenn man sie dann auch entsprechend so einsetzt. Ich setze die natürlich nicht so ein. Ich setze die zum Probieren ein. Ich möchte da mitreden können. Ich will nicht irgendwann mal wieder in so einen Kurs rein stolpern, auf gut Deutsch, in einer Firma, ist noch gar nicht so lange her, so 3 Monate ungefähr, ja, und die mich dann mit bestimmten Sachen konfrontieren, die ich mein Lebtag noch nicht gehört habe, weil ich eine andere Denke in meinem Kopf natürlich führe. Und diese andere Denke, die muss man mir dann auch tatsächlich austreiben. Und das hat auch gut funktioniert, wie man sieht. Habe ich mich damit mal auseinandergesetzt. Und tatsächlich ist es so, dass Boxmox im Laufe der letzten Jahre ja so eine Art Geheimtipp, bin ich mir gar nicht so sicher, weil das war sehr wohl eine deutsche Firma, ist, also in mir war es weitestgehend unbekannt. Gehört habe ich das schon mal. Ja, also gesehen noch nie. Gehört hatte ich schon mal und ich dachte mir, na gut, das kann doch schon groß sein, aber wenn man das dann da draußen gesehen hat und vor allen Dingen, wenn man hier sieht, was die Community in der Lage ist, mittlerweile zu leisten mit rund 60.000 Nutzern, 270.000 Einträgen, da gibt es, glaube ich, für jeden Kram, den man als Problem selbst vorfindet, tatsächlich meist auch eine Lösung. Ich habe mir natürlich gedacht, in meinem jugendlichen Leichtsinne, dass es doch relativ einfach ist. Ich habe eine Web-Oberfläche und dann installiere ich da ein paar Sachen und dann ist das alles lauffähig. Das stimmt auch, das ist so. Man muss aber überlegen, was man denn installiert. KVM mit Verbindung Coemo braucht mit Sicherheit ein bisschen weniger Speicher. Also ein bisschen weniger. Wenn ich natürlich jetzt beginne, mit bestimmten Storage-Dateisystemen zu hantieren, dann brauche ich mit Sicherheit ähnlich viel Speicher. Nicht? Das kann durchaus passieren. Wir gucken uns das gleich mal an. Die unterstützten Systeme, die ich mal hier so als Liste aufgeführt habe, haben mich im Windows-Bereich nicht überzeugt, was Proxmox angeht. Das muss aber nichts heißen, das kann auch in meiner doch etwas älteren Hardware liegen. Der Intel NUC, den ich dazu benutze, der ist zwar relativ gut ausgestattet, aber es ist halt ein älteres System. Es ist ein Intel Core i7, keine Ahnung, welche Nummer sich dahinter befindet. Also auf alle Fälle keine neueren. Aber für die Windows-Umgebung, ich habe da einen vorbereitet und wir gucken uns das gleich mal an, bin ich der Meinung, ohne mein Wissen, wie man es vielleicht verbessern könnte oder vielleicht die Performance verbessern könnte. Ich habe nachträglich dann gelesen, Wirt, IO, SKW und so weiter. Da kann man das wohl erheblich beschleunigen. In meinem Beispiel, was ich jetzt hier kurz vorbereitet habe, muss ich sagen, ist der Windows Server, ja, mit Sicherheit nicht so das tragende Element. Da würde ich persönlich auch aus Teilnehmergründen oder auch aus Gründen der Kundschaft, die es vielleicht später benutzen soll, nicht so einen kleinen NUC da einsetzen, sondern natürlich ein richtiges System. Und diese Systeme gibt es ja mittlerweile tatsächlich vorgefertigt mit Proxmox, das wusste ich auch nicht. Mittlerweile doch eine ganze Menge System. Ich habe mir da ein bisschen kundlich gemacht. Und da gibt es doch einige Firmen, die vorgefertigte Proxmox-Virtualisierungsserver anbieten.
zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis, wo ich sagen muss, oh, holla, ne? Das liest sich eigentlich ganz gut. Windows 10, Windows 7 habe ich nicht probiert. Windows XP, nein, ne, habe ich auch nicht probiert. Red Hat ist nicht so meine Welt. Ne, CentOS leider auch nicht so. Ubuntu, ja, habe ich draufgepaut. Ne? Also das habe ich mal gemacht. Und die anderen, die habe ich schon mal gehört. Also benutzt, nein, kann ich nicht sagen. Was das Entscheidende ist im gesamten Proxmox-Umfeld, ist die Art und Weise, erstens, wie das Gastsystem behandelt und zweitens, wie er denn mit Containern umgeht. Und das kenne ich ja nur von meinen heißgeliebten Windows ein bisschen anders. Windows, man braucht man. Ich brauche Docker. Ich brauche eine Docker-Verwaltung. Ich brauche WSL, also Microsoft Subsystem für Linux. Ich brauche. Und dann habe ich das Problem, dass ich, wenn ich Container oder Windows Server Hyper-V beispielsweise nutzen möchte, dass ich dann doch ja nochmal eine andere Oberfläche überbringen muss oder aber mich doch sehr intensiv mit der Command-Line beschäftigen muss. Und das ist, wir schreiben das Jahr 2022 Ende, nicht mehr so unbedingt State of the Art. Proxmox arbeitet hier mit reinen Linux-Containern, die wirklich von der Leistung her und von dem, was benötigt wird, gar nichts brauchen, also gefühlt gar nichts brauchen. Ich habe da in den letzten Tagen einiges mal probiert und da muss ich schon sagen, boah, ne? Also warum wird das nicht auch woanders entsprechend eingesetzt? Es ist aber wie überall, es ist halt eine ja von entsprechenden Open Source Gedanken getragene Umgebung, die nur dann Geld kosten würde, wenn ich denn den echten Support in Anspruch nehme. Und selbst dann ist der Standard-Support oder ein Premium-Support, wie glaube ich dann im Jahr pro CPU so um die 700-800 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist ja im Vergleich, ne, geteilt durch 12 pro Monat, quasi nichts, ne, im Vergleich zu VMware oder zu einer Microsoft-Dienstleistungs-Company, die sich dann da mit auseinandersetzen darf. Ich bin nicht so der Freund gewesen von Containern oder auch nicht von Linux-Containern oder Docker-Containern. Mir ist aber sehr wohl bewusst, dass das der Weg dahin in diese Richtung gehen muss und auch geht. Zumal ich auch ja, Azure unterrichte. Und in Azure wird einem grundlegend, wenn man bestimmte Sicherheitsmerkmale benötigt, erstmal ein Container angeboten, der in der Regel immer auf einem Linux Ubuntu basiert. Da habe ich das Gefühl im Hintergrund, dass da irgendwelche vertragliche Situationen entstanden. Das ist aber nicht verkehrt, denn da hilft einem das Ganze doch schon erheblich weiter. Es gibt sehr viele Container-Templates, die hier zur Verfügung stehen. Einige können wir uns auch gleich angucken. Ich habe die mal so mehr oder weniger wahllos ausgewählt. Ich habe mir vorher angeguckt, was kannst du denn gebrauchen? Und habe das dann einfach mal auf diesen kleinen süßen Kasten installiert. Es ist ein Open-Source-Produkt. Also man kann es wirklich frei downloaden. Man kann es frei installieren. Man bekommt auch die wichtigsten Updates. Wenn man dann Community-Subscription kauft, ich habe mich dann gestern Abend dazu entschlossen, das auch mal zu tun, dann liegt man mit 95 Euro, und das ist jetzt keine Werbung, ich finde das unfassbar preiswert, hat man dann eine Subscription für eine CPU. Gut, jetzt kein Premium-Support, keine Telefonanrufe und so weiter. Aber ich hatte vor einigen Jahren an Kunden draußen schon mal eine Rückfrage via E-Mail. Der hat der Kunde gestellt und die haben wirklich, also sehr, sehr schnell geantwortet.
Wenn man auf die Website geht von Proxmox, dann sind sehr, sehr viele Firmen, die das einsetzen, aber Industrie aus der Bundesrepublik, die muss man dann schon suchen. Weil klar, es ist ein Produkt, das kommt aus Wien. Und mir ist gar nicht bewusst, habe ich mich gar nicht mit auseinandergesetzt, ob nicht vielleicht in der Stadt Wien, die ja sehr viel Desktop-Linux-Basis verwendet, wenn auch nicht vollständig, ob die dann Proxmox einsetzt, noch bin ich mir gar nicht bewusst darüber. Aber es gibt sehr, sehr viele Container-Templates, die benutzen teilweise vorgefertigte Appliances von Turnkey. War mir auch völlig unbekannt, aber die funktionieren teilweise super. Und da ist natürlich auch mein heißgeliebtes OpenSUSE. Ich weiß nicht warum, das ist halt mein Linux. Und jeder, der mit mir schon mal zu tun gehabt hat, hat das auch schon mal mitbekommen. Ubuntu, da breche ich mir manchmal, nicht immer, also mir ist schon bewusst, das Sudo-Kommando habe ich schon mal gesehen, aber ich breche mir manchmal auf der Command-Line von Ubuntu, ja, die Finger. Ich habe keine Ahnung, warum das ist. Ich lehne das vielleicht vom Kopf her ab. Ich bin halt schon ein alter Knochen. Ich bin 61 Jahre alt und betreibe das Geschäft jetzt seit über 30 Jahren. Und ich habe 1992 oder 94 mit so einer deutschen Linux-Distribution angefangen. Und wer das damals, also viele waren vielleicht noch gar nicht in dem Alter oder waren noch gar nicht auf der Welt, kann ja auch sein. Das waren 72 Disketten, schwarz, in so einer, ja, Briefumschlag kamen die. Und mit so einer gedruckten, fotokopierten Anleitung, ich bin damit jetzt klargekommen. Und als ich da mir so ein Päckchen gekauft habe, 2-3 Jahre später, weil ich habe das Produkt dann irgendwie in der Ecke, und habe mir so ein Büchlein gekauft, da stand drauf OpenSUSE. Ich weiß nicht, was das war, welche Version. 7 oder so, hier, keine Ahnung mehr. Eine CD dabei. Und ich hatte damals einen Rechner, da konnte man dual installieren, also neben Microsoft Windows. Und das hat mich erheblich mehr angesprochen. Natürlich, wenn man Virtualisierung aufruft und in Virtualisierung versucht zu nutzen, speziell in der heutigen Zeit, dann denkt man natürlich an Oberflächen, die einem das Leben mit dieser Virtualisierung ja, doch ein bisschen leichter machen sollen. In Hyper-V haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal die eigentliche Hyper-V-Oberfläche plus den Microsoft System Center, Virtual Machine Manager oder ein VMware vSphere. Ich meine gelesen zu haben, dass der ASX E-Server, also die eigentliche freie Variante, wohl von VMware irgendwie eingestellt, zurückgefahren, keine Ahnung, also nicht mehr so richtig dann zur Verfügung stehen soll, was bei Hyper-V ja auch teilweise geschehen ist. Freie Hyper-V-Server wurden eingestampft mit dem Server 2022, sodass vielleicht Proxmox doch noch eine oder noch mehr Verbreitung findet. Ich meine, die Unternehmen gibt es schon sehr lang, zumal sie ja nicht nur das Virtualisierungssystem anbieten, sondern mittlerweile, was ich aber selber noch nicht probiert habe, ein Backup-Server, ein Mail-Gateway, das natürlich heute sehr gut sich darstellt. Aber wie gesagt, das Mail-Gateway, das ist kein Microsoft Exchange-Ersatz-ähnliches mehr. Ich gehe jetzt mal aus dieser Präsentation raus, denn mehr Folien habe ich nicht. Ich bin jetzt so der Folienkönig. Ich mache das lieber praxisbezogen, deswegen springe ich mal hier weg und mache mal diesen Bildschirm nicht mehr dazu und schnapp mir doch glatt mal den Explorer und mache mir hier mal ein neues Fensterchen dazu. So. Und den können wir uns teilen. Typisch Clickbait. Ne? Ich habe immer noch MSN vorne drauf.
So, da ist mein kleines Proxmox-System. Ich nenne es hochtrabend Rechenzentrum. Aha. Virtual Environment 7.2. Und ich glaube, sind momentan, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf der Original richtigen Variante. Ob das schon die richtige Variante ist? Ich glaube, ja, 7.2. Also es müsste die mehr oder weniger aktuelle Variante sein. Ich habe vorhin auch nochmal ein Upgrade gemacht. Das ist ein auf einem Intel NUC, so ein kleines Kästchen, ne? Kennt vielleicht jeder, schon mal jeder gesehen, eingebautes Proxmox-System. Mir war sehr bewusst, ich hatte vorher OpenSUSE auf diesem NUC drauf, ich hatte auch mal einen Ubuntu-Server drauf. Man probiert ja so vieles mal aus, wenn man die Zeit findet. Und habe jetzt Proxmox da drauf, der steht bei mir hier im Hintergrund, ist direkt konnektiert mit meinem kleinen, süßen Switchy. 64 GB Hauptspeicher habe ich dort reingestopft, eine NVMe und eine SATA-Platte. Man sieht das hier, sieht man gleich, ich habe dann entsprechende Storages hier, hat man sie noch mal zur Verfügung gebaut. Ich tue mich schwer in den einzelnen Storage-Umgebungen. Ich habe hier einfach den Standard gelassen, der während der Installation aufgebaut worden ist. Mir ist sehr wohl bewusst, dass ich vielleicht über ZFS oder sowas mal nachdenken sollte. Habe ich aber alles nicht. Ne? Ich bin ja dieser leicht verschrobene Microsoft-User, der den ganzen Tag die Maus vor sich hin schubst. Obwohl ich eigentlich vom Großrechner komme und die Command-Line mir sehr wohl mal früher etwas gesagt hat. Wie leistungsfähig mag dieses System jetzt sein? Man sieht hier, ich habe 1, 2, 3, 4 unterschiedliche Systeme laufen, direkt als Gäste. Da haben wir einen Tumbleweed Desktop, das ist er hier, ein Tumbleweed Server. Tumbleweed ist so ein Rolling Release. Man könnte jetzt beim Debian, heißt das glaube ich Unstable. Ne? Die beiden haben den Kernel 6 von Linux freigegeben vor einigen Tagen, Wochen implementiert. Also die beiden haben schon den Kernel 6 drin. Das Leap, das ist die Variante OpenSUSE Leap, also die Variante, die nicht dieses Rolling hat, das ist momentan 15.4. Ja, es ist abgedatet, ne, hat aber Kernel 5 irgendwas am Laufen. Und dann habe ich hier noch laufen ein Ubuntu. Ja, Ubuntu. Ein kleines Ubuntu. Man sieht auch, was ich hier hinten bereits bestellt habe. Ich habe 8 CPUs, also 8 Cores. In der Regel nicht bereitgestellt. Das Einzige, was den Node besitzt, klar, ne, weil dort ist er installiert. Ansonsten habe ich 2 respektive eine CPU bereitgestellt. Wir sehen auch, ne, dass die Betriebszeit schon relativ lang ist, 15 Stunden, 17 Stunden, 22. Ich habe da gestern Abend noch so ein bisschen umgespielt, damit ich heute nicht so dumm dastehe. Fakt ist, dass hier einiges aktiv ist, wo ich mir in der Vergangenheit ohne Proxmox gedacht, bei VirtualBox beispielsweise, einer der größten Speicherfresser überhaupt, würde das auch alles funktionieren. Ne, was ich hier gemacht habe, ist vielleicht auf die Linux-Container da oben, aber die bräuchten erheblich mehr Speicher. Klar, auf diesem System tut sich momentan relativ wenig. Wenn man aber mal in die Übersicht geht, des Rechenzentrums, dann stellt man fest, die CPU-Auslastung rechts oben, boah, die ist eigentlich mit nichts belegt. Ne? Also die IOs, ja, da leckt es so ein bisschen. Aber die CPU-Auslastung, ist ja nothing. Ne? Und auch in der Mitte, die RAM-Auslastung, da sieht man halt, ne, dass
der Proxmox Virtualisierer als Basis dieses Linux-Systems hat, Debian, und KVM eigentlich nur angeklinkt an diesem Kernel ist. Jeder, der mich jetzt zuhört und da sich besser auskennt, der sagt angeklinkt, Burg, was du Rätsel findest, eingebunden, sage ich jetzt mal. Und Fakt ist, dass der Speicher für diesen Virtualisierer ganz gering ist. Also ich habe jetzt noch so ein bisschen eruiert, 2,5 Giga, da kann Hyper-V nicht mitreden, da kann VMware nicht mitreden, weil die auch alle anders agieren. Ne? Beim VMware, da lade ich erst diesen ganzen VMware-Linux-Bereich hoch, der ja früher OpenSUSE war. Und dann setze ich oben drauf diese komplette VMware-Schicht zur Verwaltung, dass ich dann jede Maschine mit 2 Gigabyte hochfahren muss. Ja, weil ne? Hyper-V reagiert auch völlig anders. Hyper-V ist eines der wenigen Produkte, die Microsoft halt selber geschrieben hat. Das muss man dabei immer berücksichtigen. Ich kaufe ja ansonsten immer nur dazu, bauen das dann um. Aber Hyper-V ist selber geschrieben. Und was selber geschrieben ist, das läuft bei Microsoft in der Regel recht gut. Ja, also die bauen auf dem Hypervisor, genauso wie VMware auf, aber da kommt erst der Hypervisor von Windows und dann flanschen die quasi ihren eigenen Hyper-V-Manager dort rein, so ähnlich wie hier. Denn der Fakt ist nämlich, dass beim Hypervisor im Vergleich mal 512 MB ausreichen könnten, um Standard-Windows jetzt ohne viel Schnickschnack zu starten. Dass das dann keinen Spaß macht, das zu bedienen, ist eine andere Geschichte. Aber starten wäre kein Problem. Installation, kein Problem. Ich habe damit auch schon Domain-Controller unter Microsoft Windows betrieben. Das macht dann nicht so wirklich viel Spaß. Aber es würde rein theoretisch von der Logik her und von der Physik her tatsächlich funktionieren. Ich betreibe auf einem anderen Intel-Look unter Windows 10 Hyper-V, das ist mein Backup im Büro, habe da aber da ein besseres Serversystem stehen, womit ich auch meine On-Prem-Unterrichte gestalte, wobei das sind in den letzten Jahren immer weniger geworden. Heute redet jeder über die Cloud, die Cloud, die Cloud. Aber hier ist es tatsächlich, wenn man das mal sieht hier, wir haben ja Kernel 5.1.5 laufen, hier in der Mitte kann man das ja relativ gut nachvollziehen. Und man sieht auch hier, da ist das doch ein etwas älterer CPU. Aber gut, ich meine, sie funktioniert. Und sie ist entsprechend auch active. Laufwerkspeicher, RAM-Auslastung, alles gut. Jetzt muss man berücksichtigen, wenn ich das Rechenzentrum öffne, ich habe einiges aktiv. Ne? Hier oben, dieser CD-Test war mein erster Container-Test. Dachte ich, guck's mal. Ne? Und dann gucken wir mal zusammen, wenn man hier so einen Container, Linux-Container, ne, ohne Docker-Oberfläche, nochmal zurück. Ich mache mal den ersten Bildschirm nochmal hier geteilt. Also nichts hier mit Windows und Docker-Desktop öffnen. Ne, das kann man hier jetzt hier mal öffnen. Man braucht diesen Docker-Desktop, man braucht Microsoft ein Subsystem für Linux, am besten 2.0, um das Ganze dann auch zu handeln, damit ich auch hier unter Windows, egal ob Server oder Arbeitsplatz, meine entsprechenden Container fahren kann. Also man braucht diese Zwischenschicht, ich möchte sie mal so bezeichnen, um halt dieses Docker-System zu nutzen. Das brauche ich in dem Umfeld, in dem ich mich hier bewege, tatsächlich nicht. Ne? Das ist ein reiner Linux-Container und ich möchte diesen Linux-Container, wenn ich ganz ehrlich bin, bis gestern Abend, 18 Uhr, habe ich mir gesagt, nee, du redest kein Wort über diesen Container. Die lachen nicht alle aus. Welch ein Irrglauben meinerseits, dass man das nicht gut benutzen kann. Allerdings, wenn ich das jetzt auf der Command-Line nutzen müsste, die natürlich weiterhin da ist, das wollen wir nicht vergessen. Es gibt hier den Zugriff, hier oben bin ich im Rechenzentrum, es gibt den Zugriff auf die Shell. Da bin ich. Ne? Und natürlich ist es so, dass einige Dinge tatsächlich hier auf der Shell ja, gemacht werden müssen. Beispiel zweite Platte, ne? Hier die zweite Platte. Da hast du
ja, vorher keine Oberfläche. Ohne die, wo die da reinpacken kannst. Ne? Das andere ist eine NVMe hier, die lokale Umgebung, wo das auch installiert ist. Aber diese Platte hier, die musste ich tatsächlich auf der Command Line hinzupflegen. Was durchaus geht, ja, aber das ist ein bisschen was anderes. Ne? Ich meine, es geht also hier zur Shell und muss es dann entsprechend nutzen. Was ich zurück wollte, war Container erstellen. Und wenn ich hier mal hingehe und möchte hier einen Container machen für die Tuxtale und gebe dir natürlich ein ganz wichtiges und hochinteressant gefährliches geheimes Kennwort und gehe mal vorwärts und sag mir, Mensch, hast du denn vielleicht schon irgendwelche, auch hier, wenn man sieht, alles schon gut organisiert und hier, welche Templates setzt du denn gerne, sehen wir. Turnkey, Debian Turnkey, ne? Observion habe ich jetzt installiert gehabt, von Proxmox selber gibt es das Mail Gateway. Es gäbe auch das Ubuntu Standard, aber das reicht mir alles nicht. Und deswegen gucken wir mal direkt. Und das fand ich dann halt schon sehr passend. Und wenn ich das jetzt auf Anhieb finden würde, wenn ich das gut finden. Lokal Container Templates. So, hier sind wir. Da habe ich mich gestern Abend so ein bisschen durchgequält. Am Anfang. Es ging dann doch relativ gut. Und wenn man hier so ein bisschen durchblättert, ist mein OpenSUSE, ne? Oh, hier mein OpenSUSE. Oh ja. Noch eine probiert. So, geladen ist es. Scheint nicht ganz so groß zu sein, ne? Normales OpenSUSE 15.4. 4,6 GB offline. Können wir gleich mal benutzen. OpenSUSE 15.4. Aber es gibt halt auch noch andere Templates und ich gehe mal hier so ein bisschen durch die Liste. Vielleicht findet der ein oder andere was Interessantes, was in seinen Gastbereich mal zum Testen vielleicht durchaus sinnvoll ist. Interessant ist dieser Bereich hier, Turnkey Linux, da muss man mal auf die Website gehen, was sich dahinter verbirgt. Dahinter verbirgt sich quasi so eine, ja, so ein Application Linux, wie so eine Appliance, ne, die man also fix und fertig runterladen kann. Während des Runterladens und Restarts wird es dann auch, ja, mit einer Art textbasierendes Installationssystem gestartet, jedenfalls die Dinge, die ich ausprobiert hatte. Und ich finde das Wahnsinn, ne, was hier so also angeboten wird. Das ist schon wirklich aller Ehren wert. Einiges davon funktioniert auch. Das, was ich natürlich sofort probiert habe gestern, das war ein LAN-Domain-Controller. Und natürlich funktioniert das Samba natürlich nicht. Aber selbst drum, da müsste man mit der Hand dran gehen, aber das könnte man auch tun. Aber man sieht hier, also was ich sehr interessant finde, dann so Ruby on Rails, gar keine Ahnung von, schon mal gehört, ja. Eine Arbeitsplatzumgebung mit ASP.NET Core, wahrscheinlich mit ein bisschen Studio Code und irgendwelchen tollen Sachen drin. Wirecard, ne? Why not? Mal probieren. Und ich finde, dass die Idee hier hinter so ein fertiges, eine fertige Appliance zu haben und die als Linux-Container hochzufahren, der in der Regel mit ganz wenig Hauptspeicher auskommt, wie wir jetzt mal gerade testen können. Und ich mache mal hier, ich möchte einen neuen CT machen. Und den nenne ich doch jetzt mal Tuxi Luse. Ich komme halt nicht aus diesem. Vielleicht, wenn ich damals das Buch Ubuntu gesehen hätte, gefunden hätte, würde mich das vielleicht mehr anturnen. Kann ich jetzt nicht weitermachen? Hallo? Rechenzentrum, CTRD. Und das Moore, gell? Haben wir gerade eben raus hier. Rechenzentrum, CT. Man ist gerade noch getönt, gestern eben gerade noch. Kennwort. Ganz gefährliches geheimes Kennwort. Aha. Schaltet mir die Schaltfläche frei, also
War da irgendwas ganz Gruseliges drin? So, dann haben wir jetzt Template und dann haben wir OpenSUSE. 8 GB. 8 GB von OpenSUSE. Okay. 1024, ein Core, passt. 512 MB. Okay. Das sollte ich mal anmachen hier. Sonst habe ich kein Netz. Und abschließen. Es wird das erzeugt als Linux-Container. Task ist okay, dann ist das erledigt. Und dann starte ich den mal. Gehen wir gleich auf die Konsole. Können wir gerade mitgucken, was so passiert. Oder auch nicht, ne? Fertig. Und da fällst du um, ne? Da fällst du um, wenn du dir denkst, kann doch nicht sein. Container, ja natürlich, ne? Alle, die schon mit Containern gearbeitet haben, die kennen das Spiel, ne? Wie fertig. Ja, jetzt gehe ich mal hier rein. Passwort habe ich ja gesetzt. Gesetzt. Lot of fun. Das ist ein komplettes System, ne? Wahrscheinlich. Distributionsupdate 15.4 hat man. Cyber ist das interne Command-Line-Utility. Ne? Das gäbe ja bei OpenSUSE Yet Another Setup-Tool. Viele Leute mögen es, viele Leute hassen es. Aber immerhin, es hat eine saubere Oberfläche, die in den meisten Fällen funktionsfähig ist. Ja, Webmin ist auch funktionsfähig. Ne? Das gibt es auch. Naja, kommt ein kleines Update rein, wird gebrandet. Aber der Container ist auch fähig. Ne? Also alles gut. Und ja, hat eine IP-Adresse gekriegt. Jeder, der 178 wie ist, oh, der ist an der 7530 angeschlossen. Stimmt, ich bin an der 7530 angeschlossen. Das ging unfassbar schnell und man könnte sicherlich jetzt auch das ein oder andere installieren. Ja, das ist, glaube ich, nicht an Bord, genau. Aber man könnte jetzt mal gucken, ne, wenn ich jetzt weiter mache und suche mir jetzt Jast aus. Also das ist ja diese kleine, das ist dieses kleine, ja, man könnte schon fast sagen, es gibt beim OpenSUSE so ein Micro-OS und so ähnlich verhält sich das hier. Ich bin dann nicht so ganz dahinter gestiegen, aber das ist mir auch nicht so wichtig, weil ich habe ja ein Tumbleweed Desktop und da gucken wir uns das mal alles gestartet. Und wie gut oder wie schlecht das funktioniert, wenn ich mir jetzt noch das Passwort gemerkt habe. Nämlich an gewisse Regeln, jedes Passwort, jede Maschine ein anderes Passwort. Hier sieht man jetzt so ein bisschen dieses QEMU, ne? Der Cursor zieht sich so ein bisschen hinterher. Das liegt jetzt nicht an der Datenübertragung, ich bin ja 250 Mbit-Leitung, sondern es liegt tatsächlich an diesem ja, QEMU drin. Das kann man sicherlich auch verbessern, aber man kann mitarbeiten. Also es geht wunderbar. Also man könnte alles mitmachen, was einem so einfällt. Typisches Firefox-Problem beim Öffnen. Und alles gut, also das passiert und ist wirklich eine tolle Geschichte. ButterFS unter Tumbleweed immer aktiv, auch nicht so ganz verkehrt. Alles, was Linux ist, deswegen habe ich das auch so benannt, funktioniert toll. Linux auf Linux, virtualisiert, Container, alles super. Wir gucken uns das mal als Beispiele an. Nextcloud, ne, ist ein entsprechendes System. Nextcloud habe ich, glaube ich, unter Ubuntu gemacht. Da sind meine zwei Termine. Ich habe ja nachher noch einen kleinen Desktop-Diskussionsbereich. Und das funktioniert auch gut. Ne? Also ich bin gestern hier reingegangen. Ja, ich habe keine Chance hier, keine Show. Habe meine E-Mails drin. Ach, typisch, ne? Microsoft ändert seine Berechtigung und seine Größen. Musste ich mir gerade eben leider auch durchlesen. Aber hier auch in den Dateien, also das klappt alles super. Und es ist dafür, dass es auf diesem Virtualisierer läuft, ja, jetzt bin ich als Einzigster drin, ne? Bin ich wirklich zufrieden mit. Also das ist echt okay. Ich habe die nicht vor 14 Jahren da reingeschoben, ne, sondern gestern, damit ich mal zwei, drei hier noch drin hatte. Oder aber ein anderes Beispiel, jetzt direkt aus dem Container. Ich habe das noch nicht weiter konfiguriert, Observion.
Ist immer schön, wenn man so ein kleines Tool mal in die Finger bekommt, was abseits von Subex und Preser Software und was auch immer es da so umkrebst. Sowas Ähnliches halt auch in der Lage ist, bereitzustellen. Ich habe das hier alles jetzt nicht konfiguriert. Ich habe das nur mal aus diesem Turnkey-Library, der Proxmox-Bereich, dazu gezogen. 100 plus free used. Hier kommt das Ganze her. Da ist das Observien. Und ja, das wird halt mit angeboten und kann man sauber als Container, Linux-Container, ganz wichtig, installieren. Während der Installation wird auch MySQL oder schlicht und ergreifend komplett konfiguriert, Postfix auch. Und eigentlich, ne, wenn es dann fertig ist, ein automatisches Netzwerk abgesucht worden ist und, sieht das dann so toll aus. Ne? So wird dann mal hinterher die Chance, komplette Übersicht zu bekommen über die Host-Systeme, die dann so in meinem kleinen Zimmerchen hier so laufen. Fakt ist, Installation hat gedauert, ich möchte es jetzt nicht übertreiben, also 10 Minuten vielleicht, ja, 10 Minuten. Konfiguration ging dann noch ein bisschen, habe ich ein bisschen mitdenken und mitleben und überlegen müssen. Weil das letzte Mal habe ich eine Command-Line in so kleinen Fenstern basierende Installationsroutine gehabt. Die hieß Novell. Da war ich doch eben gestern Abend ein bisschen irritiert. Escape, Tab und dann Cursor hoch, Cursor runter. Hatte ich dann Momentprobleme. Das ist halt diese rechte Hand. Ne? Die ist so an der Maus angewachsen. Der typische Windows-User, der dann so fest angewachsen ist. Aber der typische Windows-User probiert natürlich auch mal den Server aus. Ein Server 2019, wenn man sich das anguckt hier, der hat 4 GB. Damit kann man normalerweise einen Server ganz gut betreiben. 4 Cores. Ich habe versucht, die bessere Festplattenunterstützung hier bereitzustellen. Also den virtuellen Treiber für SCSI, Virt.io, das wird auch empfohlen im Forum vom Proxmox. Ja, und dann ging das Drama los. Und ich bringe jetzt zum Abschluss das Drama. Das ist jetzt nicht böse gemeint und liebe Microsoft-User, und ich bin ja auch so einer, ich verdiene damit mein Geld und finde den auch sicherlich nicht verkehrt. Aber das hier kann es einfach nicht sein. Denn die Performance ist, das liegt mit Sicherheit bei mir. Also das liegt nicht, ich weiß momentan noch nicht, wo ich dann welche Schraube noch zu drehen habe. Vielleicht finde ich das ja dann auch mal. Das ist ein Windows Server 2019, also mit Sicherheit kein altes System. Windows Server 2022, ja, habe ich probiert. Das habe ich nicht sauber hinbekommen. Und hier sind 4 GB und ich habe eine NVMe und ich habe eine SSD. Der SA-Drive ist eine SSD und die liegt momentan auf dem NVMe hier, der Server, mit 4 GB, 4 Cores. Und ja, hoffentlich kriegt man dann auch bald mal ein Bildchen hier. Also das bin ich natürlich unter Hyper-V. Ja, ne, also man sieht das ja hier, wie das hier so schlachtet. Das hat das Gefühl, ne, da steht einer und macht linear, ne, also wirklich so wie es ein Zahnrad. Das Rad da unten symbolisiert das relativ deutlich. Im Vergleich, ne, zu diesem Linux-basierenden Container, Linux-Container ohne Docker, aber auch wenn ich hier meinen Tumble-Server reboote, der braucht zum Runterfahren, da braucht er auch relativ lang. Aber dann, wenn er bootet, geht es wirklich zügig vonstatten. Ich möchte nur jetzt diesen Server nicht noch mehr belasten hier. Der ist immer noch nicht da. Also damit kannst du im richtigen Leben. Wahrscheinlich mein eigener Fehler. Wie gesagt, ich bin nicht der Profi. Da muss ich erstmal noch ein bisschen was mit lernen, was dieses Box noch angeht. Aber wir leben ja in der IT. Und IT heißt lernen. Und das würde ich doch ganz gerne ein bisschen besser sehen wollen.
man hat das Gefühl, der tut nichts mehr. Ich kann mich aber auch umdrehen und sehe da hinten die gelbe Lampe des Intel Lux, die leuchtet, und zwar permanent. Wahrscheinlich hat er gerade jetzt hier die Umschaltphase. Yep. Es ist ein Domain-Controller. Ja, gut, aber der war schon konfiguriert. Ne? Also der war schon als Domain-Controller konfiguriert, also nicht der erste Reboot, der dann leider immer ein bisschen länger dauert, sondern es ist tatsächlich, ja, es ist das System hier. Und wenn man hier anguckt, ne, das Rechenzentrum in der Übersicht, das langweilt sich. Ne? Also hier, da kann es also nicht liegen. Da, ja, die Spitze ist ganz kurz, mal hier 13. Ne? Das ist die I.O.-Verzögerung, aber die Serverlast hier allgemein, hier durchschnittliche Auslastung, Speicher, der ist auch noch irgendwo. Und der hier benimmt sich, und das ist ganz wichtig, das funktioniert auch alles, als ob er gerade eben ganz jungfräulich entwickelt worden wäre. Und diese, da mache ich mit Sicherheit was verkehrt. Ich möchte das jetzt, weil ich habe sehr viele gehört und auch gesehen, auch schon draußen, deswegen bin ich ja drauf gekommen, die das in einer besseren Performance an mir dargestellt haben und auch mir gezeigt haben. Okay, nicht auf so einem Intel Nook, sondern auf einem richtig großen System. Wie gesagt, die hatten 30 Nodes am Laufen und da müsste man nochmal einhaken. Warum würde man dann so etwas wie Proxmox hier benutzen? Der ist in der Lage, 32 Nodes als Cluster hochzufahren. Wow. Ne? Mit einem Logical Volume, wenn man will, macht natürlich auch keinen, das macht ja keinen Sinn. Aber 32 Nodes, Hyper-V schafft 16. VMware ist mir unbekannt. VirtualBox hat damit nichts zu tun, das ist nur zum Ausprobieren und Trainieren. Und ich war hier schon angemeldet, ne? Sonst hätte ich ja hier eben auch keine Domäne gehabt. Und auch das hier, ne? dieses Hochfahren nach dem Update, und das ist alles so zäh, das macht echt keinen Spaß. Windows und Proxmox, da muss ich mich so ein bisschen, ja, noch dran gewöhnen. Das ist nicht so, das ist nicht zufriedenstellend. Also muss ich wirklich sagen, da muss ich ein bisschen zurückfahren. Wenn ich hier das Nextcloud-System habe, ne, ich bin hier Nextcloud und ich melde mich hier mal an, weil na, ich das ja Ubuntu, ne, muss mich immer umgewöhnen hier. Ich glaube, den hatte ich genommen. Habe ich natürlich nicht genommen, logisch. Warum soll das jetzt auch auf Anhieb funktionieren? Weil Root kann ich hier nur vergessen. Der braucht natürlich jetzt auch, guck an, ich habe doch einen richtigen erwischt. Das ist völlig okay, ne? Also hier von der Performance aus System Load, ne? Das ist ja nichts los hier, ne? Aber wenn ich hier nebenbei noch machen, keine Angst, ne? Das Windows-System ist immer noch nicht da. Der braucht noch, um das Bild aufzubauen. Was sage ich doch? Oh, das Bild ist da, muss das nicht glauben. Ne? Und das habe ich schon einige Tage auf diesem System laufen, habe danach mich aber nicht mehr mit beschäftigt. Und hier können wir gerade mal das Upgrade durchlaufen lassen, aber ich denke mal, da passiert nichts. Was kommt, was passiert? So, und jetzt gehen wir mal direkt hier rein. Und gucken mal, wie denn so performancemäßig das ist, wenn ich so den Explorer öffne. QEMU ist eigentlich dafür da, die Grafikhardware, die natürlich hier nur eine Intel- und Board-Grafik ist, zu unterstützen. Ich habe gerade den Explorer angeklickt. Ja, und warte auf ihn. Und natürlich bin ich dann, komme ich dann langsam in die Lage und sage, hier komm, ich lasse mir nochmal den Explorer anklicken. Hier, habe ich gerade gemacht. Das kann eigentlich nicht so sein. Jetzt ist er gerade mal da. Eigentlich kann das nicht so sein. Ich glaube das nicht wirklich. Ich habe hier, war es jetzt sogar noch, ne, der Treiber für die Virtual I.O. drin, für die SCSI. Also da sage ich mal, da gilt es meinerseits nachzuarbeiten, denn andere Leute können das ja auch schneller benutzen.
Ich finde es hier ein bisschen tragisch. Ich habe, glaube ich, gebraucht, um den Edge hier drauf zu installieren, über 20 Minuten. Das kann es nicht sein. Also ich sag mal hier, der Traffic der Maschine, und den kann man ruhig als ernst mal bezeichnen, der ist, oder in Echtzeit mal, eine 47% CPU, 6% CPU-Last. Arbeitsspeicher ist nichts. Ne? Gut, die Platte mag jetzt ein bisschen belastet sein. Das ist hier alles... Also geht hier auf 100%, ne? Also da liegt wohl dann der Haken begraben. Ja, also das ist dann schon IO-Zeit. Wow, die ist schon heftig. Da müsste man sicherlich ein bisschen was machen können. Auf eine andere Platte legen, aber ja, aber das ist heftig, ne? Also das fällt mir auch gerade auf. Man wird doch mit der Zeit betriebsblind, ne? Das ist mir so gar nicht bewusst gewesen, dass die hier so ein IO-Quatsch abliefert. Okay, also dann erklärt sich so ein bisschen was, weil hier CPU-lastig und speicherlastig ist hier gar nichts passiert. Also ne, könnte man ja überlegen, ein anderes Dateisystem hier zu aktivieren. ZFS, ne? Mehr sicherlich so eine Geschichte. Könnte man drüber nachdenken. Ich weiß momentan gar nicht auf Anhieb wie. Ne? Müsste ich wahrscheinlich alles killen und dann wenigstens die SATA-Disk, also die SSD mit ZFS formatieren, auf lokal die Templates anlegen und die ganzen Maschinen hier auf SATA-Disk. Das ist momentan nicht der Fall. Resümee muss ich sagen, ich bleibe dabei. Ja, ich habe auch Hyper-V. Also ist das nicht, ne? Ich habe auch Hyper-V aktiv und kann damit arbeiten. Aber ich finde, das hier ist top. Preis-Leistung, ja, nahezu unschlagbar. Aus meiner Sicht, völlig subjektiv betrachtet als permanent Windows-User, finde ich, dass dieses Produkt hier ja doch ein bisschen mehr Marktmacht, ich krieg dafür nichts, ne? Also ein bisschen mehr Marktmacht verdienen könnte, möglicherweise. Und ich will gerade mal gucken, ob man hier irgendwie, nee, ich will kein Partner werden, gar nichts, ob man hier irgendwelche Kunden sieht, die das einsetzen. Ich habe die doch mal gesehen gehabt hier. Oh gut, das weiß ich jetzt nicht. Also keine Ahnung. Aber Fakt ist, ne, das Produkt hier ist mit Sicherheit eins der wenigen Produkte, die mir im Laufe der letzten Jahre durchgerutscht waren. Also da muss ich ganz ehrlich gestehen, da habe ich mich zwar zwischendurch, weil mein Videokanal kennt, der hat gesehen, ich habe es mal zwischen euch probiert, war auch da schon mit Windows sehr unzufrieden und habe mich dann wieder davon entfernt, weil für mich primär halt Microsoft Windows Betriebssysteme, weil ich damit auch mein Geld verdiene, läuft. Aber ich mache zunehmend positive Erfahrung hier. Okay, bis auf das Windows, was hier passiert. Man muss sich mehr mit beschäftigen. Es gibt ja große YouTuber, die das sehr, sehr gut machen und die das auch wahnsinnig toll benutzen und also wirklich die tollsten Sachen machen im Netzwerkbereich. Ne? Das Ding ist WLAN-fähig, das Ding ist in der Lage, netzwerktechnisch die tollsten Maschinen umzubauen und hinzusetzen. Und das ist toll, was man hier alles so machen kann, hin und her routen kann. Da habe ich mich noch kein bisschen mit auseinandergesetzt. Ich habe es einfach grob installiert, runtergeladen, installiert, draufgepackt, gestern Abend noch diese paar Container dahin gehängt, um zu gucken, wie sieht das Ganze denn aus. Ja, sehr positiv zum Wiedererkennungswert. 11:59 Uhr, fast 60 Minuten vorbei. Ich gehe mal auf dieses nicht mehr teilen. Und hole mir nochmal meine kleine Folie hervor. Und Proxmox als Virtualisierer. Und wenn ich jetzt in der Lage wäre, das Ding hier irgendwo zu teilen. Ach so, die Folie müssen wir hier rüberholen. So. WebEx, Microsoft Teams und Jitsi.
So, also ganz klar. Es ist, da steht es ja auch wirklich nur ein kurzer Überblick und im Hintergrund, man ist jetzt ja nochmal liegen, so ein bisschen so dahin schieben. Ich finde es toll. Ja, also ich bin wirklich der Virtualisierungsfreak. Hyper-V ist für mich immer noch First Class. VMware habe ich nichts damit zu tun. Rebelbox habe ich teilweise draußen meinen Kunden im Schulungsraum, weil die keine gute Hardware zur Verfügung haben. Das reicht, um eine Maschine mal zu virtualisieren, ein bisschen um Unterricht damit zu spielen und ein paar Sachen auszuprobieren. Auch unter Linux. Und hier bin ich doch parallel zu Hyper-V sehr angetan. Zumal hier das mit den Containern, das ist unter Hyper-V ein fürchterlicher Kampf momentan noch. Das wird sich sicherlich besser. Microsoft hat ja announced, nehmen wir das mal vorne weg, ne, dass auch Linux Nested Virtualization kann unter Hyper-V bald. Und dann ist es vielleicht mit den Containern, mit den echten Containern über Docker gesteuert, unter Windows geht das nur unter Docker gesteuert, recht einfach dann vielleicht auch zu handeln. Ich finde hier den Ansatz, der hier gewählt wird, der hier auch gut in die Oberfläche eingepasst ist, fast schon, will ich jetzt überschwänglich klingen, optimal. Ja? Klingt ein bisschen überschwänglich, vielleicht mag sein, bin aber, und wenn ich mich weiter mal mit beschäftige, vielleicht haben wir nächstes Jahr nochmal einen Tux-Tage, ne? Und ich habe dann vielleicht noch ein bisschen besseren Server, dann bin ich doch sehr von angetan. Und da bin ich sicherlich in der Lage, ein bisschen mehr darüber zu erzählen. Augenblicklich, ja, das wird weiterlaufen, definitiv. Ob ich Windows dann nochmal drauf probiere, vielleicht in 2022 mit einer sinnvollen Einstellung, die ich im Proxmox Community Forum vielleicht mir erstmal ein bisschen technisch anlesen werde, damit sie halt schneller funktioniert, damit sie ein bisschen anders aufgestellt wird. Alleine die Installation kann ich mir noch entsinnen, als ich den Server installiert habe, das waren 2,5 Stunden oder sowas. Das ist unter Hyper-V hier bei mir auf meinem Desktop-Ersatz-Notebook noch 3 Minuten erledigt. Das war mir dann völlig unbewusst. Das muss hier schneller gehen, denn man hat ja eben gerade, deswegen habe ich den Vergleich ja direkt angestellt mit dem OpenSUSE, ging ja auch relativ zügig, ne? Noch ein paar Dienste hinterher installiert. Das ist natürlich notwendig, weil es ist ja nur der Rumpf, was wir hier gemacht haben, kann nur der Rumpf sein. Da ist noch nicht viel ansonsten zur Verfügung. Und das hier, ne, also ne, Midnight Commander, breche mir wahrscheinlich jetzt die Finger. Ne? Ich sage jetzt einfach, MC, findest du das irgendwo? Na, natürlich nicht. Das ist so eine Mini-Version hier von OpenSUSE. Aber das ist auch okay, ne? Das soll halt vielleicht nur ein DNS abbilden oder was auch immer. DNS. Also, install. Das ist guck doch, ne? Vielleicht gibt es mal das Sinnvolle ein. Das geht doch schon einiges. Das bin ich eh abgekreuzt. Ich bin manchmal auch. Also wenn man so über diesen ganzen Betriebssystem hin und her wackelt, dann hat man doch so seine Probleme. Es gibt hier noch die Möglichkeit, ein bisschen drüber zu diskutieren, wer möchte, oder mir ein paar Fragen zu stellen. Ansonsten danke ich recht herzlich für diese Stunde Aufmerksamkeit. Keine Ahnung, wie viele Leute da waren. Und ich habe nachher noch so einen kleinen Diskurs. Ja, habt ihr ja im Programm gelesen, ne? Linux Desktop. Und das ist eigentlich mehr so eine Betrachtung, eine Meinungsbildung von außen. Aber lasst euch überraschen. Wir reden dann einfach mal drüber. Ich glaube, um 13.05 Uhr oder sowas geht das weiter mit meinem nächsten kleinen Vortrag über Linux Desktop. Nicht über Proxmox, auch nicht im Proxmox, sondern woanders. Und vielen Dank. Ich gehe mal hier aus dem Teilmodus raus. Danke auch an die Tux-Tage. Technik, dass das alles hoffentlich gut funktioniert hat. Und alle, die noch Fragen stellen wollen, gerne im Chatbereich und oder direkt über Patrick oder über die Regie. Patrick, bist du noch da?
Patrick, ich bin noch da, Fragen. Ja. Fragen? Gibt es noch Fragen irgendwie im Hintergrund? Oder? Fragen gibt es genügend, aber echt? Die, welche Fragen stellen wollen oder auch Anmerkungen an dich haben, sind alle schon in den öffentlichen Jitsi-Raum und warten auf dich. In den öffentlichen Jitsi-Raum. Leite ich schicke dir gleich den dahin. Link. Alles klar, perfekt. Gut, 12:05 Uhr gepasst, fertig. Danke, ich